Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Played Up hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und in der letzten Folge haben wir den ersten Tag geschafft. Es geht, glaube ich, in die Richtung, die ich mir dachte, aber ob wir den zweiten Tag jetzt schaffen, ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall hier nochmal so eine Abspielbürste geholt. Wir haben die anderen Baupläne mal nach hier hinten gepackt in den Raum. Die Tische haben wir auch umgestellt mal, weil Gruppengröße 1 bis 2, das heißt, mehr Gäste werden dann gar nicht kommen. Von daher schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall, hier das zu machen. Ich sehe gerade auch hier Blaupausen erwähnen. Da können wir für 10 Münzen wohl die Blaupausen erwähnen. Okay. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ob wir dann vielleicht was Besseres bekommen oder nicht, ist so die Frage, ne? Schauen wir mal. Wir beginnen auf jeden Fall den zweiten Tag, Leute. Ich freue mich und los geht's. Wie viele Gäste waren jetzt? Vier, die kommen, ne? Ich glaube, 4 Gäste, die kommen, ne? Okay, einmal gut durchgebraten. Bitteschön. Dann eben hier. Einmal. Okay, wir müssen, glaube ich, schneller werden. Ich merke schon. Ich glaube, aktuell sind wir zu langsam. Kann den Dreck wegmachen. Oh. Okay, einmal gut durch. Alter Falter. Überforderung pur. Ihr merkt es, glaube ich, schon. Alter Falter. Ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall hier wesentlich besser werden dann, was das angeht. Das ist schon eine heftige Sache, okay. Aber ich denke mal, kriegen wir hin. Glückwunsch, du hast den Tag abgeschlossen. Stake 30 Münzen, Spielerzahl, Bonus 8 Münzen, Gesamtverdienst 38 Münzen. Achso, die anderen Baupläne sind jetzt weg oder was? Okay. Scheint wohl zu sein so. Okay. Gut, ich bin gespannt. Beginne den Tag. Tag 3. Ich bin mal gespannt, was kommt. Erwartete Gruppen 4. Was haben wir hier? Spülbecken. Vermeide dieses zwickende Gefühl in der Beckengegend. Also weiteres Spülbecken wohl.
Geschirr mehr Geschirr bedeutet weniger Abspülen. Platz für 8 zusätzliche Geschirre. Kochstelle. Vorbereitungszonen. Hilfreich. Esstisch für bis zu 4 eventuell glückliche Gäste. Jetzt ist die Frage, Vorbereitungszone hört sich, glaube ich, ganz geil an. Ich würde die nehmen. Ich würde die nehmen. Wir haben noch 20 Münzen fertig. Wie war es hier mit nochmal in einem Esstisch zusätzlich? Hätten wir vielleicht gebrauchen, ich glaube, den machen wir. Geschirr wäre interessant, ja. Moment, Geschirr wäre interessant. Wie viel kostet Geschirr? Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Für mein Geschirr bedeutet eigentlich aber mein Platzverbrauch hier eigentlich nur. Ich glaube, Esstisch wäre besser. Wir machen einen Esstisch, Leute. Okay. Gut, dann haben wir noch 10 Münzen über. Mehr können wir nicht machen gerade. Dann würde ich sagen, starten wir direkt in den dritten Tag, Leute. Tag 3. Ich bin gespannt, wie es wird. Vorbereitungszone haben wir hier. Bin mal gespannt, ob die da so hilfreich ist. Ich bin am Überlegen, das mal nach hier rüber zu stellen, das hier reinzustellen. Ist die Frage, Geschirr, können wir das hier reinpacken, dass das gespeichert wird? Spülbecken weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Abgräbbar. Abgräbbar. Nehme ich mal mit. Ach, wir können nur eins reinpacken oder was? Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe es. Gut, starten wir in den nächsten Tag, Leute. Ich bin gespannt. Und los geht's. Oh, Regen. Regen, Leute. Vorbereitungszone. Ist die Frage, ob wir hier. Dementsprechend, dass wir runternehmen können. Anscheinend nicht, okay. Okay, einmal gut durch. Gleich. Da. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist hier. Aber egal, wir werden es sehen. Was wollt ihr essen? Einmal das und einmal okay. Krieg ich hin. So, du auch noch. Was wollt ihr essen? Okay, das klingt einfach.
Klingt einfach, ist auch so, oder? Ich weiß nicht. Komm, gib her. So und hier. Aber die Sauerei hier wegmachen. Ach, das war's schon. Oh! Ein Stern. Rating increased. Upgrade your restaurant to receive better rewards. Okay, was das heißt mal, keine Ahnung, aber egal. Was können wir jetzt machen? Enter, okay. Wir können jetzt wohl größer werden. Okay. Gehetztes Essen. Mehr Gäste, kurz vor Geschäftsschluss. Steak-Belag-Pilz. Fügt Pilz als Steakbelag hinzu. Pilz zerkleinern und zu einem aufgetanen Steak hinzufügen. Minus 15% Besucher wohl. Plus 100% EP. Mehr Gäste kurz vor Geschäftsschluss. Ich weiß jetzt nicht, was sinnvoll wäre. Wir haben erwartete Gruppen jetzt 5. Gruppengröße 1 bis 2. Gruppengröße ist gleich. Wir haben aber 5 Gäste. Steakbelag Pilz. Was diese minus 15% heißen mögen, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, gerne mal in die Kommentare schreiben. Plus 100% XP sind Erfahrung wahrscheinlich. Geht mal davon aus, vielleicht 15% Besucherzufriedenheit oder dass die weniger warten oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne hier. Das hier nehmen. Pilze zerkleinern und auf ein angerichtetes Steak legen. Tipp: Rezepte können jederzeit im Pausenmenü angezeigt werden. Danke sehr. Was ist das hier? Ach, das sind die Pilze, ne? Okay, das sind die Pilze. Geschirr, zusätzliches Geschirr. Vorbereitungszone hätten wir noch eine. Noch eine Kochstelle. Ein weiteres Spülbecken und ein Tresen. Vierseitig kann schneiden und Hand. Wohl upgradebar. Das Spülbecken ist auch upgradebar. Ich weiß jetzt nicht, was heißt upgradebar. Das werden wir mal ausprobieren. Ich hätte Bock da drauf. Das heißt upgradebar. Ich habe keine Ahnung. Geschirr, Vorbereitungszone. Ich weiß nicht, ob die Vorbereitungszone mir großartig was bringt und was mit der Handbürste ist. Ich würde aber gerne. Eventuell das Geschirr nehmen. Einfach um zu sagen, okay, wir haben zumindest mehr Möglichkeiten aktuell. Obwohl ein Tresen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Aber ich nehme das Geschirr, passt auf, wir nehmen das Geschirr. Das ist die Frage nur, wohin, weil platzmäßig wird es mittlerweile gerade ziemlich eng hier, ne? Platzmäßig wird es gerade ziemlich eng hier. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann auch mal ausbauen können oder sowas auf Dauer. Ich habe keine Ahnung. Wir werden alles noch erfahren, glaube ich, ne? 4 erwartete Gruppen, Gruppengröße 1 bis 2. Ich hätte vielleicht doch die Dings nehmen sollen, ne? Ich habe keine Ahnung. Egal. Werden wir sehen, was wir machen, ne? Ich würde sagen, nächste Folge geht's weiter.
Nächste Woche Dienstag um 7 Uhr geht es weiter in einer weiteren Folge. Plätt ab hier auf meinem Kanal. Freue mich natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Und von daher, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, Servus und Tschüss.